Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wir sind natürlich immer noch im Gefängnis und los, wir lernen jetzt ein bisschen die anderen Kämpfer hier kennen. Reden mal mit denen. Winston bietet 2-1 gegen Pepe. Wenn Pepe kein Freund von mir wäre, würde ich die Wette annehmen. Genau so. O'Neill ist ein verfluchter Psychopath. Na klar. Hey, wie geht's? Ich bin Vito. Ich bin Al. Freut mich. Hast du Lust zu boxen? Klar, warum nicht? Nochmal 20. Ach so. Ja, mein Gott, warum nicht, ne? Okay, legen wir los. Okay, aber mach sachte. Ich bin kein Profi wie du oder Pepe. Ach so, ich dachte, er haut jetzt auch gleich ab. Okay, fangen wir an. Aber ausgeweichen kann er. Los, nochmal 20. Machst du nicht weiter? Gut, genau so. Okay, legen wir los. Ja, what the fuck, der hat mich einmal getroffen. Okay, weiter so. Fangen wir an. Los, nochmal 20. Aber hier machst du immer nur einen Schlag, ne? Machst du nicht weiter? Nö, jetzt ist gut. Das reicht mir gut, fürs Erste. Genau so. Okay, wie du willst. War aber super. Hey, wie geht's? Wie geht's, Vito? Ich heiße Serl. Was nicht übel im Ring. Danke. Apropos, hast du Lust, ein bisschen zu boxen? Nein, nimm's mir nicht übel, aber ich lass mir los, nicht gern den Schädel. Nochmal 20. Frag Al. Der braucht mal eine Abreibung. Ja, danke. Na, hab ich schon. Gute Arbeit, gut, genau so. Wenn du so weitermachst, bist du bald bereit für einen echten Kampf. Was geht hier? O'Neill, hast du's gezeigt, im Arsch. Sehr gut. Nächstes Mal tu uns den Gefallen und brich dem Wichser das Genick, okay? Wie geht's? Ich bin Vito. Chris, was brauchst du? Ich glaube nichts. Was mit euch hier so? Ihr seid nur irgendwelche komischen Typen, alles klar. Hey, woher weiß der alte Galanti so viel übers Boxen? Man sieht's ihm nicht an, aber er war früher einmal Preisbox. Hey, wie geht's? Weiter so. Ich heiße Vito. Sam, ohne Witz. Freut mich. Ja, ich hab gehört, er hat Faustkämpfer gemacht, bevor er Profi geworden ist. Pass auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm eine Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Na dann. Wollen wir mal. Dann ist klar. Ja, komm, lass uns starten hier. Was? Heia! Hätte fleißiger üben sollen! Alter! So! Bam! Ah, willst du noch mehr? Oder bleibst du liegen? Ah, besser ist. Ah, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. Ja? Eine Woche später. Abmarsch. Du kommst zu spät zur Arbeit. Alles klar. Arbeit müssen wir auch noch. Boah, ich dachte, es ist ein Urlaub hier. Scheiße. Naja. Dann wollen wir mal, ne? La 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 zur Arbeit gehen wir zur Arbeit gehen wir. Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut. Komm mit, Vito. Okay. Folge Galantis. Gehen wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Oh, wir gehen in die Wäscherei, alles klar.
Dann gehen wir in die Wäscherei. Hier finden wir auch noch einen Playboy. Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Alles klar. Sollte kein Problem darstellen. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Da? Okay, den los geht's. Schwuchtelpüppchen verfolge ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Okay. Na dann. Eins ist klar. Ihr Bleichgurken verliert. Irgendwo hier ist ein Playboy. Ich versuch's jetzt schon zu finden, aber... Egal, ob er gewinnt oder verliert, das wird kein Zuckerschlecken für den Penner. So. Ach komm, Mann, da hat mich ja meine Oberstimme vermöbelt. Bam. Aua. Euer Weißbrot geht unter. So. Legt sich während der Arbeit auf die faule Haut. Leg los, Alter. Vito. Zeig den Rußköpfen, wer der Boss ist. Ich hab mir ja schon ein paar gegeben, ey, aber... Ja, genau, in dem Moment, wo ich hier von meiner Deckung weggerast. Ich Präsident. Tja, wohin willst? Was macht der denn mit Absicht jetzt? Keine Panik, Alter, what the fuck? Du hast ihn da, wo du ihn haben willst. Ja, so ungefähr. Jetzt fahr ihn, Vito. So. Mach ihn fertig. Jetzt knipst ihm das Licht aus. Bam, bam. Bam. So viel dazu, meine Freunde. So viel dazu. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient. Achtung, Wärter im Anmarsch. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit Anfassen? Mitkommen, Skeletta. Besuch für dich. Okay. Komm sofort, aber ich will erst den Playboy finden. Worauf wartest du, Skeletta? Ja, bleib mal geschmeidig jetzt. Meine Fresse. Links auf jeden Fall stand in das Internet. Auf irgendeiner Maschine. Willst du zu deinem Besuch oder willst du eine Tracht prügeln? Boah, Alter, Mann. Wo ist denn das jetzt, hä? Das ist voll doof, ja, da steht. Ich bin ja sicher, dass ihr den Wachmann mit dem schwarzen Kampf herumschlagen müsst. Danach sofort. Geht ihr nicht zum Wachmann, sondern wendet euch nach links und nehmt den Playboy von der Maschine nach links. Ja, nicht, dass der gleich mich hier anpisst. Schwing deinen Arsch rüber, Skeletta! Sofort! Ja, ja, bleib geschmeidig, ey. Hier? Nach links? Warte mal, nach links ist schwing hier. Schwing deinen Arsch rüber, Skeletta! Hier? Sofort! Ach, da oben. Ah. Das muss ich aber jetzt... das müsste ich zensieren. So, jetzt kann ich ja zu ihm gehen, jetzt haben wir alle Playboys hier gefunden. Läuft. Schwing deinen Arsch rüber, Skeletta! Ja, Mann, sofort. Bleib doch mal geschmeidig, ich bin schon auf dem Weg, ey. Immer dieser Stress. Hallo, Vito. Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Eine weitere Woche später. Ich finde es irgendwie krass, dass der wirklich dann die lange im Knast ist. Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein. Nicht? Ich dachte. Das ist jetzt natürlich doof, ne? Müsste weniger kacken gehen.
Ich finde schon krass, dass der echt, ich weiß nicht, ob der die ganze Distanz von 10 Jahren hier drin ist oder ob er früher rauskommt, keine Ahnung, ich finde das schon krass irgendwie. Vor allem so relativ früh im Spiel, das ist ja noch, ja, im ersten Drittel, ne? Das ist schon heftig. Finde ich. Wenn dann kommt er echt erst 10 Jahre später raus. Der hat, ist ja nicht in der Familie drin, der hat dann nichts erreicht, das ist ja im Grunde immer noch nichts, ne? Das ist schon heftig irgendwie. Ah, du bist also die neue Putzfrau, ne? Komm mit. Figlia mia, guttarara, mamma mia, pensaccia tu. Sette pilo, piscaioli, isse vai, isse vene, sempre lupesce maledene. Sei in capo la fantasia, scurigli, osse mia. Ehi, Klaus, blitzsauber haben, und zwar blitzschnell. Hey, haltet jetzt die Klappe, und zwar alle. Wie genau? Achso, wir haben zum Glück so ein Ding in der Tasche, na klar. Na dann, machen wir es mal sauber. Was ist das denn? Hat da einer mit Silber gepinkelt, oder wie? Sieht ein bisschen komisch aus, naja. Na komm, machen wir hier noch. Zwei Stück soll ich machen, ne? Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt's was. Ekelhafter Typ. So, muss ich jetzt noch eins putzen oder haben wir's? Ja, mal kurz das Würstchen, ne? Hey, das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Na klar. Beim gespült hat er auch nicht, weißt du, richtige Drecksau. Hände gewaschen hat er sich auch nicht. Ekelhaft ist das. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kropfzeug unter die Dusche gehen. Dankeschön. Okay, Skaletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Aber natürlich doch. Hier sehen wir den Skaletta mal ohne Sachen. Na dann, gehen wir mal duschen. Gucken, ob ihm hier was passiert oder ob er einfach duschen darf. Kann ja sein, dass er jetzt angegriffen wird oder so, weil er ja der neue Boxboy ist. Weiß man ja nicht. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Arsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag's sowieso lieber hart. Okay. Jetzt mehr da. Dann kriegst du es doch hart und dreckig. Aua. Ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn wir hier verlieren. Es kann nur sein, dass es egal ist. Beeil dich, Denby, wir haben nicht viel Zeit. Aber eigentlich wäre es lustig, du kämpfst hier wirklich darum, ob die jetzt loslegen oder nicht. So. Und. Los, mach ihn fertig! Ciao! Du Sau! Okay, der nächste? Hä? Du willst das? Klar, komm. Ich könnte gerne auch noch ein paar andere Leute holen, ist mir egal. Oh, ich bin wohl schneller als du gewesen. Oh. Ist ja doof, ne? Und auf Wiedersehen! Was? Hey, hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Ja, na klar, weißt du, ich krieg jetzt auf die Fresse, ich hab mich nur gewehrt, darf man auch nicht. Hier. Du kennst das ja. Ja, Adi, oh, ist klar. Das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein.
Nein, 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 nein! Dreck! Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Ich stehe hier, Schmiere. Wenn Wärter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Okay. Komm her, Tussi. So, jetzt dürfen wir dich auch treffen. Ist nicht so ein Ding wie gerade, aber... Aua. Er ist trotzdem, also gut ist er auf jeden Fall. Diesmal sind keine Wörter, Alter. Da, die dir helfen könnten. Hört sich das hier eigentlich auch wieder auf? Nö, ne? Jetzt gebe ich dir den Rest. Ah, ich glaube nicht. Ganz nett, Tussi. Meine Ma hat mich... Oh, das war falsch. Meine Ma hat damit nichts zu tun. Komm her, komm her. Jetzt gibt's auch für dich auf die Fresse. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Okay. Alles klar. Von wegen. Alter. Oh. Halt deine Fresse! Das ist wohl mehr als nur ein paar Knochenbrüche. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Grips und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito?
Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Also vielleicht doch nicht die vollen 10 Jahre. Wäre ja nicht schlecht. Und damit kommen wir zu Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Empire Bay, 10. April 1951. Also nur 6 Jahre. Galanti hatte nicht so viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Was 6 Jahre ausmachen, ne? Neue Grafik freigeschaltet, sie im Hauptmenü nach, hä? Achso, im Hauptmenü, alles klar. Wir sollen Joe besuchen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein!